Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der fauchenden Ödnis im Niemandsland und haben in der letzten Folge ein bisschen erkundet und wollen eigentlich zum nächsten Lager. Jetzt haben wir aber diese Begräbnisstätte entdeckt und da gehen wir jetzt einfach mal lunchen. Ob da ein bisschen Action ist. Bis jetzt war es ja ziemlich öde. Okay. Sollen wir die beiden kämpfen? Wir machen erstmal den hinteren hier. Kommen meine Kollegen hier mit? Hallo, Freunde? Ich wollte gerade sagen. Nicht mich. Ich bin, freundlich. Oh! Grun. Grun ist böse. Mal eben hier ein bisschen Stress machen. Die Viecher tauchen jetzt hier auf, bitte sehr. Das ist nur eine Wiefern. Gurn kommt angeschossen und... Wo will er hin? Bleib bloß da, Freund. Ist das jetzt das legendäre Vieh, was wir da... Okay, wohl eher nicht. Gehärtete Grunhaut. Ja. Wer hat, der hat. Hatten wir den nicht... Erledigt, Frage. Egal, lass mal stehen, gehen wir mal hoch. Begräbnisstätte. Sollten ja alle tot sein hier, ne? Was? Lasurit. Okay, ist das hier dieses Grab? Was war das? Vulkangold. Es könnte nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Okay, machen wir. In die Richtung. Tränke von Tedors. Feinster Alkohol. Ja, super. Lesen. Und arbeiteten eine gewisse Zeit lang zusammen, Seite an Seite. Jeder beherrschte einen halben Teig. Aufladen. Das ist doch hier dieses Grab, ne? Aber da kommen wir doch wahrscheinlich nicht rein. Was ist denn hier los? Pharais Söhne bauten ihrem Vater Denkmäler, schlossen seine großen Werke fort. Aufladen. Sollen wir jetzt hier Glyphen finden? Plündern. Plündern ist gut. Da sind wir dabei. Und schon wieder ein neues Kraut. Ja, jetzt eine Glyphe finden. Das wird interessant. Ich denke mal, die wird wohl an den Stein hier sein, ne? Wenn überhaupt. Kann man sogar was beanspruchen? Bitte sehr. Der leere Platz, ein offenes Grab, das über die Jahrhunderte verwittert ist, in den Stein gemeißelt, aber kaum noch zu erkennen, ist ein Relief, das einen riesigen Zwerg mit Helm zeigt, flankiert von zwei kleineren Zwergen, die in gleißender Sonne aus einem Berg heraustreten. Glyphe.
Hier ist nochmal so ein Feuergedöns. Aber beide herrschen unterschiedlich. Sie stritten und duellierten sich in der Hitze ihres Zorns. Oder ist die Glyphe vielleicht an den Dingern hier dran? Wir schauen mal. Ich höre da einen Drachen hier. Ja. Ich sehe hier keine Glyphe. Freund der Sonne, ich höre dich doch. Also wenn, dann vielleicht zwei haben wir noch. Hier vorne, da waren wir noch nicht. Zwergennase habe ich gerade gelesen. Nein, das ist natürlich eine Vase. Keine Glyphe. Wo ein Bruder fiel, erhob sich der Nächste, die blutige Axt in der Hand, alleine. Was will die? Was? Was ist das? Grabwächter? Was passiert hier? Müssen wir die vielleicht alle anzünden? Ist das des Rätsels Lösung? Und wir haben noch einen Feind auf der Karte. Ja komm, dann zünden wir die alle an. Den haben wir ja schon. Hier ist keiner. Wer bist du? Man die Feuer dann wahrscheinlich in bestimmten Reihenfolge anzünden. Und wenn wir das falsch machen, dann erscheinen diese Fifis hier. Gucken wir mal, ob wir sie trotzdem reinkommen. Ich denke mal eher nicht. Diese Tür ist magisch versiegelt, ja. Haben wir denn da schon die Lösung? Ich wage es zu bezweifeln. Hier ist keins. Hier können wir eins anzünden. Gut, wahrscheinlich ist die Lösung, die Texte vernünftig aneinander zu reihen und dann dementsprechend die Feuer zu entzünden. Wäre ja logisch. Den hat man zuerst angemacht. Das sein. Machen wir erstmal den. Ja. Dann würde ich sagen, den hinteren.
ein, hier ist keiner. Hier ist jetzt noch einer, ne? Das. Ja, das hört sich logisch an. Da müsste ja nur noch der hier vorne sein. Und dann sollte die Tür aufgehen. Ha, der Explorer. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube, ne? Nett. Schlüsselbruchstück. Doppelklingendeutsch. Das war's jetzt hier auch. Okay. Schade. Dachte, da passiert jetzt noch mehr. Okay, aber wir können der guten Cassandra den Ring anlegen. So. Haben wir jetzt die Rune? War die Rune da drin? Wenn ich hau mal ab, also ich suche die jetzt hier nicht unendlich lange. Aber es sieht fast nicht so aus. Wird wohl doch draußen irgendwo sein. Ja, lass mal die Rune Runde sein. Was haben wir hier zum Lesen? Sonst war ja hier nichts. Dann markieren wir mal eben den nächsten Platz. Okay, mein Freund. Du willst das nicht anders. Seichte Becken. Kann sein dasselbe? Nee. Rum. Was war? Ja. So, hier kann man Lager errichten, okay. Und ein. Wo ist er denn? Ja. Holzschlag. Erfolg freigeschaltet. Wegfinder. Mit dem Jäger quatschen. Fremde sind hier ein seltener Anblick. Ja.
Wo sie recht hat, hat sie recht. Was lag denn da gerade hinterm Baum? Was ist das? Nix. Was sagt denn die Karte? Nehmen wir das Lager mit, ne? Fünf Lager müssen wir noch finden. Danach brauchen wir ein paar neue Schuhe. Was haben wir da? Ich höre Geräusche. Kommen wir hier eigentlich weiter? Oh. Zwergischer Spielzeugsoldat. Geht das hier noch weiter? Oder portet der uns jetzt hier raus? Was steht ihr hier? Ohne Loot? Hä? Wir waren doch noch gar nicht hier. Verstehe ich nicht. Okay. Es ist, ja. Wieder einer. Hallo? Nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit. Vielen Dank. Sieht aus wie eine Mine da vorne, ne? Bergwerk. Da unten ist, seid ihr friedlich? Ne, seid ihr nicht. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen Stress machen gehen. Zu, warum? Geh weg. Das war's schon. Oder war hier, ist hier wieder so ein Schurke? Sklave. Hat nix hier, kein Buch, kein... Bitte nicht! Ihr habt von mir nichts zu befürchten. Bei Andraste, ich danke euch. Und schon wieder ein männlicher NPC mit einer femininen Stimme. So, er will jetzt, dass wir wohin gehen? Wie weit sind wir noch entfernt? Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Mine, oder? Aber ich tät sein, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder bei 20 Minuten. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.